Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich entschieden, wieder zu fotografieren und habe deshalb hier eine Kamera. Bisschen angestaubt, ändert sich aber auch wieder. Und zur Kamera habe ich das gemacht, was ich anderen Leuten auch gerne empfehle. Ich habe mir ein Buch gekauft und solche Bücher sollte man nicht wegschmeißen. Ich finde solche Bücher schöner als die Betriebsanleitung, weil da Beispielfotos dabei sind. Ich bilde mir ein, dass man so oder dass ich so ein bisschen lernen kann, wie man Motive auswählt, indem ich mir einfach mal Fotos angucke und gucke, wie andere Leute das gemacht haben. Deshalb finde ich solche Bücher, vor allem wenn viele schöne Fotos drin sind, sehr gut. Was war das? Das war Pico del Tigre, habe ich schon wieder, habe ich wieder entdeckt. Oder wiedererkannt. Ob die Bilder immer mit der Kamera hier entstanden sind, wage ich zu bezweifeln, wenn man sich mehr von den Büchern anguckt, gleichen sich auch die Motive. Das ist das Buch, das Kameranbuch Canon EOS 700D. Das ist auch die Kamera, die hier liegt. Ich habe für die Kamera zwei Objektive, 10 bis 18 mm und 18 bis 135 mm. Die sagen immer, dass man einen Korrekturfaktor angeben soll. Ja, kann man machen. Mich interessiert das jetzt auch mal. Ich habe nämlich noch eine andere Kamera mit einem Weitwinkel. Das ist schon ein ziemliches Weitwinkelobjektiv. Akku ist auch noch voll, Speicherkarte auch. Ja. So. Es gibt, ach ja, ich wollte eine Uhr stellen, damit das nicht episch lang wird. Ja, ich schlage einfach mal das Buch auf. Liebe Leserinnen, lieber Leser, mit der Kenntnis Canon EOS 700, blablabla. Haben Sie das Werkzeug für Ihren kreativen Weg in die Fotografie? Mit unserem Buch, die Anleitung, Ihr fotografisches Werkzeug in jeder Motivsituation zu beherrschen. Sie lernen alles Wichtige zu Bildschärfe und Belichtung, den zwei Grundzutaten gelungener Fotos. Darüber hinaus zeigen Ihnen die Autoren, welche Objektive empfehlenswert sind, wie Sie mit Blitzen Ihr kreatives Potenzial vergrößern und wie Sie mit der Kamera filmen. Die eigentliche Fotopraxis kommt natürlich auch nicht zu kurz. Sehen Sie, mit welchen Funktionen und Einstellungen Sie etwa in der Landschafts-, Makro- und Porträtfotografie zu guten Fotos kommen und lassen Sie sich von den Motivtipps der Autoren zu eigenen Fotoprojekten inspirieren. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Buch haben, wenden Sie sich bitte an mich. Ich freue mich über Lob und konstruktive Kritik. Das hilft, dieses Buch zu verbessern, also die folgenden Bücher. Erst einmal wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Fotografieren mit Ihrer neuen Kamera. Und das ist ein Lektor aus dem Verlag, das ist Galileo Press, Rheinberg Allee 4 in Bonn. So. Inhalt des Buches, die Kamera kennenlernen, die Kamera kurz vorgestellt, alle Bedienelemente im Überblick, der Sucher im Detail, der LCD-Monitor, startklar für die ersten Aufnahmen. Die Technik der Kamera, das ist Spiegel und Verschluss, das Prinzip des Spiegels, so entstehen die Aufnahmen.
Live-Bild-Modus, Verschluss, Lebensdauer des Verschlusses, dann Sensor und Bildprozessor im Detail. Der Sensor, Sensorreinigung, Dynamikumfang, Rauschen, Bildprozessor, Farben, Auflösung und Dateiformate, Farbtiefe, Farbraum, Auflösung, Dateiformate, Wechselobjektive kommt danach. Das war die Technik. Dann drei, perfekte Schärfe und Belichtung mit der Kameraautomatik. Die Automatik sinnvoll nutzen, die Aufnahmeprogramme, Motivprogramme, die SNC-Programme, Kreativprogramme. 3.3 ist, wohin mit der Schärfe, Bewegungsschärfe, falsches Scharfstellen, Verwerkelungsunschärfe. Scharfe Aufnahmen mit Hilfe des Autofokus, die Schärfemessung des Autofokus, den passenden Autofokus finden. Autofokus-Messfelder, den Schärfepunkt automatisch bestimmen, den Schärfepunkt manuell bestimmen. Der Autofokus im Live-Bild-Modus, die Schärfe im Live-Bild-Modus, Problemsituationen für den Autofokus. Automatische Belichtung, Belichtungsmessverfahren, Messwert speichern, Messung im Live-Bild-Modus. Belichtungen beurteilen, perfekt belichten im RAW-Format. Dann 4, die Canon EOS 700D manuell bedienen. Ich wollte nicht mal sagen, die Kamera manuell bedienen. Manueller Fokus und manuelle Belichtung. Richtige Farben mit dem Weißabgleich. Farbwahrnehmung des menschlichen Auges. Farbtemperatur. Weiß ist nicht gleich weiß. Automatischer Weißabgleich. Weißabgleich einstellen. Manueller Weißabgleich. Richtig mit Mischlicht umgehen, Farbharmonie, Farbwirkung. Ich lese jetzt nur noch die Oberkapitel vor. Aufnahmen manuell belichten, Tonwert Priorität, jetzt um den Farbton, Motive manuell scharf stellen, dann zusätzliche Objektive ist Nummer 5. Basiswissen Objektive, das ist wichtig, da geht es um Brennwert, Lichtstärke, Blickwinkel, Kropffaktor und so ein Zeug. Verschiedene Objektivtypen, Normalobjektiv, Weitwinkelobjektiv, Makroobjektiv, Fischeiobjektiv, Teleobjektiv. Alle Objektive im Überblick und dann nützliches Zubehör für die Objektive. Dann Kapitel 6 Blitzfotografie. Kapitel 7 weiteres Zubehör, Stative, Fernbedienung, GPS-Empfänger und so weiter. Dann die Kamera in der Fotopraxis ist 8, Bildbearbeitung und Präsentation ist 9, Filmen ist 10 und dann gibt es alle Menüs und Einstellungen im Überblick, das werde ich nicht vorlesen. So, Kapitel 1, die Kamera kennenlernen. Es gibt eine neue Folge. Tschüss.